So, wenige Sekunden nach 19 Uhr. Ein herzliches Willkommen nochmal gesammelt aus Berlin vom Potsdamer Platz. Mein Name ist Jens Schanowski und ich begrüße Sie zum heutigen dritten Advents-Spezialwebinar, was Admiral Markets jetzt Weihnachten 2011 anbietet. Thema sollten Sie auf dem Bildschirm sehen. Über dieses Meeting-Tool sehen Sie meinen Bildschirm und können meine Stimme lauschen. Und durch das heutige Thema ECN, NDD und Daytrading im Devisenhandel. Was ist alles zu beachten und was heißen diese ganzen Begriffe eigentlich, werde ich auch Sie heute führen. Sie haben, wenn Sie jetzt live dabei sind, die tolle Möglichkeit, über diesen Meeting-Tool sich aktiv am Webinar zu beteiligen. Sie haben einen Questions-Chat, also einen Frage- und Antwortbereich direkt in diesem Meeting-Tool. Mit der Tastatur können Sie jetzt live hineinschreiben, Ihr Anliegen, Ihre Frage rund um Daytrading, rund um die Begriffe. Und ich versuche dann, wenn es zum Thema passt, es direkt live im Webinar zu beantworten, dass Sie möglichst viel vom heutigen Thema haben. Was Sie schreiben, sehen die anderen Teilnehmer nicht, nur ich als Moderator. Also Sie können relativ offen und alles schreiben, was Sie möchten. Ich versuche es dann, wie gesagt, direkt einzubauen. Natürlich haben wir immer nur so ein Zeitfenster von 30 bis 50 Minuten circa, je nachdem. Also man kann über jeden Begriff bestimmt auch eine halbe Stunde sprechen. Es ist natürlich immer nur ein Anreißen, neugierig machen und Anbieten von Informationen, wenn es mehr notwendig ist, kontaktieren Sie uns. Ganz zum Schluss sehen Sie alle Kontaktmöglichkeiten, die Sie rund um Admiral Markets haben. Bevor es mit dem Thema richtig losgeht, einige wenige Dinge, die wir leider vorher sagen müssen. Es sind immer nur allgemeine Informationen und Einschätzungen, niemals aber konkrete Beratung. Execution only ist das Fachwort auf Neudeutsch. Also Sie würden, wenn Sie bei uns irgendwann mal ein Konto haben oder auch bei allen anderen Brokern wahrscheinlich, immer alle Anlageentscheidungen selbsttätig und autark treffen, niemals Wertpapierberatung von uns. Alles, was wir ja vorstellen, wie gesagt, alles nur allgemeine Informationen, keine konkrete Wertpapierberatung. Sie haben bei uns, bei Devisen und bei CFDs immer einen eingebauten Hebel. Der Hebel, sagt es vom Namen schon, multipliziert Ihre Gewinne, aber er multipliziert auch Ihre Verluste. Und aufgrund dieses Multiplikators des Hebels ist das Produkt, was wir anbieten, Devisen und CFDs, auch nicht für jeden Kunden und Anleger geeignet. Wenn Sie bei uns Kunde werden möchten, seien Sie sich bewusst, dass Sie immer einen eingebauten Hebel automatisch haben. Den vollständigen Risiko- und Warnhinweis würden Sie dann immer über admiralmarkets.de nachlesen können. Wenn wir weitergehende Webseitenlinks zeigen, dient das auch der weitergehenden alleinigen Recherche oder zum Nachlesen, sind aber unabhängige Webseiten von Admiral Markets, haben wir nichts mit zu tun, im Zweifel halt immer die Garantie oder die Qualität dort vom eigenen Anbieter entscheidend, haben wir, wie gesagt, Admiral Markets nichts mit zu tun. Und alles verändert sich im Leben, alles, was ich Ihnen heute sage, natürlich Stand Dezember 2011. Was im halben Jahr oder 3 Jahren ist, das weiß wahrscheinlich in der schnelllebigen Trader-Szene niemand. So, dann legen wir los. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin meinen Namen gesagt habe. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wenn Sie mich später mal kontaktieren möchten oder einfach wissen möchten, wer hier spricht, Jens Scharnowski vom Potsdamer Platz aus Berlin, wo das deutsche Büro von Admiral Markets ist. Von dort spreche ich heute von Ihnen. Alles, was wir uns heute anschauen, es geht ja hauptsächlich um Fachbegriffe, werden wir hier in diesen Folien und direkt live im MetaTrader 4 uns genauer anschauen. Wenn Sie mehr sehen möchten, natürlich auch immer das Handelslexikon auf unserer Webseite. Einige Begriffe, um die es heute geht, die sind dort auch noch gar nicht hinterlegt, werden wir aber den Dezember nutzen und die auch noch ergänzen. Natürlich ist es immer sinnvoll, auch die Erfahrung live zu machen, ohne Live-Kapital, also Demokonten ausprobieren. Bei Admiral Markets laufen die Demokonten nicht aus. Sie können gerne auch ein halbes oder ein Jahr testen, wenn Sie das möchten. Zwei Kontenmodelle gibt es. Beide Kontenmodelle können Sie testen. Alles unter Live-Bedingungen. Kein Unterschied zum Live-Konto, bis auf das Kapital ist natürlich Demokapital. Und alle Fragen, die heute nicht beantwortet wurden oder die Ihnen später einfallen, skypen Sie mit uns, schicken Sie eine E-Mail, rufen Sie uns an und testen Sie auch da mal unsere Qualität, wie gut die Antwort ist, die wir Ihnen geben, ob das schnell passiert, die Antwort. Auch da, denke ich mal, kann man mal den Broker auf die Probe stellen. Gibt ungefähr 15 bis 20 Forex- und CFD-Broker in Deutschland. Denke mal, viele lassen sich auch mal einen halben oder einen Tag Zeit mit einer E-Mail-Antwort. Bei uns zu Bürozeiten kriegen Sie in der Regel innerhalb von 30 Minuten eine Antwort. Auch da mal die Qualitätsmessung. Ja,
Das waren schon die ersten Worte zur Einleitung und dann gehen wir mal direkt los, dass wir einige wichtige grundlegende Begriffe klären. Daytrading, das ist wahrscheinlich für die allermeisten kein neuer Begriff, aber was heißt das eigentlich? Ist kein Fremdwort, kein besonderer Begriff, heißt einfach nur, dass sie wirklich jeden Tag eine Order aufgeben, oftmals intraday, also am gleichen Tag die Order eröffnen und irgendwann die Position schließen. Oftmals bedeutet das dann auch, dass sie bereits kleinste Bewegungen mitnehmen, also 3 oder 6 Pips beispielsweise mitzunehmen im Devisenbereich oder wenn sie CFDs traden, DAX und Dow Jones mit einem Punkt Spread beispielsweise bei uns. Da ist es ja auch mal nett, wenn man 2, 3, 4 Kontrakte tradet und vielleicht schon 3 oder 6 Punkte mitnimmt. Warum denn nicht? Wenn man das halt 5 oder 10 Mal am Tag macht, ist das viel wahrscheinlicher, dass Sie diese Bewegung mitnehmen können, als wenn Sie einmal auf den großen Trade warten, wo Sie dann pro Trade 400 oder 800 € Gewinn mitnehmen. Viele Einsteiger in den Handel wünschen sich das. Die wollen erst mindestens 400 oder welche Summe auch immer ertraden, aber von der Wahrscheinlichkeit sehr viel unwahrscheinlicher, als wenn Sie auch mal 5 Mal nur 20 € mitnehmen. Also nichts Besonderes, Daytrading einfach aktiveres Trading. Der normale Kunde, wenn Sie Normalkunde sind, macht wahrscheinlich 4, 6 oder 10 Trades im Monat. Und wenn Sie Daytrader sind, da fängt es wahrscheinlich so an, dass Sie mindestens 2, 3 Trades am Tag aufgeben. Es gibt verschiedene Ordergrößen, die Sie im Devisen- und CFD-Bereich traden können. Fangen wir mit den CFDs an, das ist am einfachsten. Wenn Sie ein CFD, also den DAX oder den Dow Jones beispielsweise bei uns traden möchten, immer in vollen 1er-Schritten. Also ein Kontrakt, zwei Kontrakte, drei Kontrakte. Bei Devisen haben Sie den tollen Vorteil, auch Bruchstücke traden zu können. Da gibt es verschiedene Vokabeln, die sich eingebürgert haben. Man spricht von Mikrolots, Mini-Lots und Standard-Lots. Ein Standard-Lot ist 1,0. Ein Mini-Lot ist ein Zehntel davon, also 0,1 oder 0,2 oder 0,3 und ein Mikro-Lot wäre der Schritt in 0,01. Wenn Sie das Daytrading-Kontomodell bei Admiral Pro wählen würden oder ausprobieren möchten, können Sie auch in Mikrolot-Schritten traden, also 0,01 Schritten, haben allerdings ein Mindestvolumen. Sie müssten mindestens 0,1 traden, ab dann aber in 0,01 Schritten gerne Ihre Orderaufgabe. Hintergrund würde ich in wenigen Augenblicken mehr dazu sagen. Zum Vergleich, wenn Sie ein Standardlot, also 1,0 traden, was machen Sie denn eigentlich dann im Devisenmarkt? Sie würden damit mit einem vollen Lot 100.000 US-Dollar am Devisenmarkt bewegen. US-Dollar sind es, weil einfach US-Dollar die weltweite Leitwährung ist und alles, was im Devisenmarkt weltweit getradet wird, immer in US-Dollar abgewickelt wird. Wenn Sie ein Eurokonto führen, was die allermeisten Kunden bei uns machen, weil sie halt von ihrem Girokonto oder der Kreditkarte in Euro halt auch überweisen, dann wird das einfach automatisch umgerechnet, aber aktiv handeln als Größe wären es 100.000 US-Dollar am Markt. Was schon relativ groß ist, je nachdem, was für einen Hebel Sie haben. Im Admiral Pro Konto wäre es ein 100er Hebel, ist vielleicht das schon eine relativ große Position, also vielleicht dann auch eher mal 0,1 oder 0,3 als Ordergröße für Ihre Trades. Wenn Sie das einfach mal alles ausprobieren möchten, einige Szenarien probieren, haben wir auf unserer Webseite einen netten Handelsrechner, admiralmarkets.de/Handelsrechner, lässt sich hoffentlich relativ leicht und schnell merken. Da würden Sie einige Parameter eingeben, zum Beispiel die Kontowährung. Mutmaßlich 90% aller unserer Kunden machen das in Euro. Was möchten Sie traden? Wie groß ist das Lot, was Sie traden? Der Hebel ist 1 zu 100. Und ja, einfach mal einen Öffnungskurs und Schließungskurs, ob Sie Long oder Short, Buy oder Sell eingegangen sind. Und dann können Sie einfach mal kalkulieren und Sie würden direkt alle maßgeblichen Informationen bekommen. Ein Pip-Wert würde 76 € Cent entsprechen. Wenn Sie über Nacht halten, die Position, sind dafür Finanzierungskosten zu zahlen. Das wären 11 Cent in dem Fall. Und die Margin, die Sie für 0,1 Lot haben müssten auf dem Konto, sind 100 € derzeit. Und wenn Sie das als Eröffnungskurs und das als Schlusskurs hätten, hätten Sie mit dieser Order 30,31 € Gewinn gemacht. Und einfach mal ein Parameter geändert, zum Beispiel 0,2, dann müsste entsprechend die Margin 200 € sein. Und Sie sehen es direkt hier kalkuliert. Was Sie hier immer sehen, sind übrigens nur so Beispielwerte. Sie können alles mit der Tastatur überschreiben. Sie sehen hier keine 0,2, aber wie gesagt, mit der Tastatur gerne zu überschreiben, wenn Sie möchten.
Also alles mal als Szenario-Rechner probieren, wenn Sie möchten. So, der Ton soll weg sein, hat jemand gemeldet. Das ist hoffentlich nicht der Fall. Vielleicht einfach nur mal eine halbe Sekunde. Wir sprechen immer über IP-Protokoll, also Internetleitung. Je nachdem, so jetzt kriege ich die Rückmeldung, Ton ist wieder da, war wohl wirklich nur ganz kurz. Ist halt Internet, kommt immer auf die Leitungsqualität vom gesamten weltweiten Internet an. Ich hoffe, alles ist noch wunderbar in Ordnung. So, wir haben uns die Ordergrößen angeschaut und wieso die gängigen Fachvokabeln dafür sind. Ob Sie die sich merken oder benutzen, bleibt Ihnen überlassen. Aber Sie werden es immer mal, wenn Sie sich auch mit anderen Tradern unterhalten oder in Foren umschauen, immer mal diese Begriffe auch mal lesen oder hören. Deswegen ist es gut, die mal gehört zu haben, wenn Sie möchten. Wenn Sie ein ECN-Konto haben, auch da in einigen Minuten mehr dazu, gibt es in Deutschland wahrscheinlich von den 20 Forex-Brokern, die sich so ungefähr tummeln, also in Deutschland Werbung machen oder ein deutsches Büro haben, 3 oder 4 über den Daumen, die halt auch ein sogenanntes ECN-Konto haben, wo immer zusätzliche Kommissionen für Sie anfallen, weil Sie wirklich 1:1 in Interbankensbrett haben. Je nachdem, bei welchem Broker Sie sind, wird er beim Euro-US-Dollar als Maßstab irgendwo bei 0,5 bis 0,7 liegen. Da verdient der Broker nichts mehr dran, weil es wirklich 1:1 in Interbankensbrett ist. Da aber auch der Broker Kosten hat für die Software, für die Webseite etc. etc., würden dann immer bei einem ECN-Kontoangebot zusätzliche Kommissionen anfallen. Bei uns würde es mit Admiral Pro pro vollem Lot und Roundturn 4 Euro sein. Würden Sie also anteilig traden, zum Beispiel 0,1 Lot, wären es entsprechend 40 Cent pro Roundturn. Halfturn wäre eine Position eröffnen. Sie müssen aber jede Position irgendwann mal schließen auch. Und da spricht man einfach dann von Eröffnung und Schließung vom Roundturn. Wichtig, auch diese Begriffe mal gehört zu haben. Wenn Sie sich mal umschauen bei den anderen ECN Kontoangeboten, die werden immer diese Kommission haben, aber in der Regel pro Halfturn schon 4 Euro oder 4 Dollar. Sollte eigentlich das Admiral Markets Kontoangebot 4 Euro pro Roundturn das deutschlandweit beste sein. Kann ich Sie nur einladen, selber zu vergleichen, was wir auch ganz zum Schluss vom Webinar auch natürlich gerne machen. Wenn Sie Daytrader sind, haben Sie bei uns und bei vielen Wettbewerbern grundsätzlich die Auswahl zwischen 2 Kontomodellen. Die Kontomodelle finden Sie auch zum Nachlesen auf admiralmarkets.de. Gehen wir einfach mal hin. Unsere Kontomodelle und Geschäftsbedingungen, wenn Sie admiralmarkets.de aufrufen, direkt hier oben ein Link. 2 Kontomodelle, Admiral Standard, der Einsteiger, der Klassiker. Es würde direkt ab 10 Euro Kontoeinlage bei uns losgehen. Ist empfehlenswert für alle Klassiker, Normaltrader oder die auch verstärkt CFDs traden möchten. Oder das Forex Day Trading Konto, nennen wir Admiral Pro. Ab 5.000 Euro Kontogröße geht es los. ECN, also Interbankenspread-Konto, typischer Spread im Euro-Dollar 0,5 Pips. Beide Kontomodelle können Sie austesten und sich dann in aller Ruhe für das passende Modell entscheiden. Als Faustformel, wenn Sie mehr als 2, 3 Trades jeden Tag im Devisenbereich machen, sollte sich Admiral Pro auf jeden Fall lohnen. Also 2 Kontomodelle. Das eine Kontomodell, gehe ich vielleicht doch nochmal zurück über die Webseite, Admiral Standard, können wir in einem fast fixen Spread anbieten. Zu 98, 99% werden Sie immer nur im Euro-US-Dollar beispielsweise ein Pip-Spread haben. Einen nahezu fixen Spread kann man Ihnen als Broker aber nur anbieten, wenn man die Liquidität zur Verfügung stellt. Andere nennen es auch Market Making. Market Making, auch dazu ein bisschen später mehr, ist erstmal grundsätzlich noch nicht schlecht. Es kommt darauf an, wie man mit dem Market Maker umgeht. Wenn man Market Making macht, also die Liquidität zur Verfügung stellt, kann man einen nahezu fixen Spread anbieten. Wenn man das aber nicht möchte, keine Liquidität vom Broker, Admiral Pro nennt sich ECN. Die Abkürzung ist eigentlich nicht wirklich gut. Electronic Communication Network. Aber ECN hat sich als fixer Begriff durchgesetzt, wenn es einfach um Interbankenspreads geht. Bedeutet, dass dann die Liquidität und die Kursausführung nicht vom Broker kommen, sondern von den angeschlossenen Banken des Brokers. Admiral Markets hat über ein Dutzend Banken angeschlossen. Wir haben jetzt nicht ein Dutzend Namen aufgeführt, aber alle großen weltweiten Banken sind dabei. Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays etc. erstmal als einige Beispiele. Deutsche Bank ist auch noch mit dabei, also ein Dutzend Banken.
Es gibt andere ECN-Broker, die sich auch richtig ECN nennen dürfen, die ja dann aber nur mit zwei oder drei Banken arbeiten. Da sie bei ECN immer jeweils von jeder Bank den besten Geld und den besten Briefkurs bekommen, was dann den Spread ausmacht, ist es naturgemäß besser, einen ECN-Broker zu nehmen, der mit möglichst vielen Banken angebunden ist, weil je mehr Banken da sind und Liquidität und einen Kurs stellen, desto wahrscheinlicher ist, dass das Spread geringer sein kann. Also im Zweifel kein ECN-Broker, der nur mit zwei, drei Brokern oder Banken zusammenarbeitet, wählen, sondern mit möglichst vielen. Bei Admiral Markets sind es momentan über ein Dutzend Banken. Einige Namen sind hier aufgeführt. Bedeutet also, wenn Sie einen Kurs sehen, und bei uns ist dann die Trader-Plattform der MetaTrader 4, wenn Sie also einen Kurs sehen, beispielsweise im Euro-US-Dollar von aktuell 1,318993 auf 1,3990, das ändert sich ständig, ist das der Geldkurs, das der Briefkurs, was aber nicht unbedingt von der gleichen Bank kommen muss, sondern das kann gut und gerne Bank A sein und das kann Bank F sein. Alle Banken, die angeschlossen sind, konkurrieren um den besten Kurs, weil sie natürlich auch Umsatz machen möchten. Und je mehr Banken sie haben als Broker, desto besser wird das Spread sein, der im Angebot ist. Das ist das, was als ECN genannt wird. Weiterer Begriff, der sich im Daytrading-Bereich für Devisen halt ja, durch die Gegend geistert oder durch die Köpfe schwirrt, ist NDD, Kurzform für No Dealing Desk. Haben wir eben schon ein paar Mal gestreift, das Thema. Bedeutet einfach auf gut Deutsch übersetzt, kein Dealing oder kein Geschäftsdesk, wo ein Broker-Mitarbeiter sitzt, der die Kurse gegen Sie stellt oder mal schaut, ob er da zwei, drei Pips schlechter gegen Sie stellen kann, weil Sie einfach bei einem Dealing Desk auch gegen den Broker traden. No Dealing Desk bedeutet, dass das nicht existiert, dass Sie also nicht auch gegen den Broker traden, sondern nur gegen den Markt. Wenn Sie auch gegen den Broker traden, bedeutet das, wenn Sie ein Stop-Loss gesetzt haben, dass der Dealing-Desk-Mitarbeiter den sieht und dann auch gerne mal weiterer Begriff, den man da so ab und zu hört, Stop-Phishing betreibt. Das heißt, Sie sind vielleicht vom realen Marktkurs noch drei, vier Punkte entfernt. Dealing-Desk-Mitarbeiter sieht aber Ihren Stop-Loss und macht einfach mal für eine Sekunde den Kurs nach unten, dass der Stop ausgeführt wird, Ihre Order ist weg, der Broker hat die Gegenposition und hat halt einen höheren Gewinn, als wenn er das nicht machen würde. Das ist alles nicht wirklich so schön und transparent und mit Recht umstritten oder nicht gerade seriös. No Dealing Desk ist das bessere Modell. Sie traden nur gegen den Markt, nicht gegen den Broker. Egal welches Kontomodell Sie bei Admiral Markets nehmen, egal ob Sie Admiral Standard, wo wir Liquiditätsanbieter sind, oder Admiral Pro nehmen, bei beiden Kontomodellen garantieren wir Ihnen, dass wir nicht Kurse gegen Sie stellen. Es gibt dennoch einige Unterschiede in den zwei Modellen, auch da in einigen Augenblicken noch ein bisschen mehr. Wenn Sie No Dealing Desk haben als Anbieter, bedeutet das natürlich auch, dass alle Trading-Stile erlaubt sind. Also alle EAs, alle Expert Advisors funktionieren. Sie können einen Stop-Loss mit einem Punkt oder einem Pip Abstand nehmen, wenn Sie möchten, was nicht wirklich sinnig ist, weil ein Pip ist der Markt immer mal in Bewegung, aber es wäre theoretisch möglich. Sie können hedgen, Sie können scalpen, alle Trading-Stile sind erlaubt, grundsätzlich, wenn Sie bei einem No-Dealing-Desk-Broker sind. Nicht bei einem No-Dealing-Desk-Anbieter sind Sie meistens bei den sogenannten angelsächsischen Brokern, die also aus dem großbritannischen, aus dem englischen oder amerikanischen Bereich kommen. Die sind sehr, sehr stark bekannt, haben den Ruf, Market Maker zu sein und auch gegen den Kunden zu traden. Market Maker, also die Liquidität anzubieten, ist noch nichts Schlechtes und kommt darauf an, ob man halt auch Kurse gegen den Kunden stellt. Wir machen das nicht, Garantie in beiden Kontomodellen. Scalping. Scalping, auf Deutsch übersetzt, heißt einfach nur schälen oder ausschneiden. Ist wahrscheinlich ja nicht der beste Begriff dafür, aber auch der hat sich einfach durchgesetzt. Ist ein fixer Begriff in der Trader-Szene. Ich würde es lieber mal ganz frei übersetzt haben als Sekundentrade oder Sekundentrader. Bedeutet nichts anderes, als dass Sie jetzt eine Order eingehen und vielleicht jetzt 3 Sekunden später oder 20 Sekunden später die Order wieder zumachen, um einfach nur mal zwei Pips vielleicht mitgenommen zu haben, die es in den wenigen Sekunden gegeben hat. Ist bei uns gerne möglich, machen viele Daytrader, um halt kleinste Positionen mitzunehmen, dann in der Regel mit einem etwas größeren Volumen. Mit 0,1 würde ich es vielleicht noch nicht machen, aber wenn Sie ein oder zwei volle Lots traden, lohnt es sich auch mal zwei, drei Pips nur mitzunehmen und dann vielleicht schon ein paar
10er, 20er, 30er Euro mitgenommen zu haben. Schön dabei zu haben ist die sogenannte Orderbuchtiefe und keine Minimumabstände für Stop-Loss und Take-Profit ist bei Admiral Markets natürlich gegeben. Scalping also nichts anderes als Sekundentrades. Hedging, auch das werden Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, aber was bedeutet es eigentlich? Von der wiederum wörtlichen Übersetzung einfach nur wiederum Absicherung. Auch das würde ich lieber frei übersetzt haben. Im Trading bedeutet es eher gleichzeitig im Markt Long und Short sein, um einfach die Volatilität, die normale Schwankung des Marktes auszunutzen. Wir werden gleich noch viel länger in den MetaTrader 4 reingehen, aber einfach auch hier nochmal ein Beispiel. Wir sehen den aktuellen heutigen Tag, auch da denke ich mal schon wieder tolle Bewegungen. Angenommen, Sie würden hier hedgen wollen, also eine Long- und eine Short-Order gleichzeitig eingehen. Warum sollte man das eigentlich machen? Weil Sie einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten Ihre beiden Positionen öffnen und schließen möchten. Also hier Long und Short gegangen. Wenn ich jetzt toller Trader wäre und Glück hätte, könnte ich dann hier meine Long-Order zumachen und viele Gewinne, Euro mitnehmen. Und wenn ich dann ein guter Trader bin und die Position richtig halt auch gehalten hätte, würde ich dann hier meine Short-Order zumachen und hätte halt mit beiden Positionen nette kleine Gewinne mitnehmen können. Das ist schon wirklich eine der Königsdisziplinen, weil kein Mensch auf der Welt weiß, wo in 20 oder 40 Minuten oder wann auch immer der nächste Kurs ist. Aber wenn Sie sagen, ich kann den Markt so lange beobachten, bin auch nicht der nervöse Trader, der größte Feind des Daytraders ist die Psychologie der Trader an sich selber, weil echtes Geld ist immer halt was anderes, als wenn Sie mit Demokapital probieren. Aber wenn Sie da wirklich keine zittrige Hand haben und das einfach mal probieren möchten, Hedging ist natürlich bei uns gerne möglich. Viele Wettbewerber schließen es aus, weil sie dann Market Maker sind und dann die Position beim Dealing Desk nicht so richtig gegen den Kunden traden können. Also es gibt immer viele Gründe für Verbote und Einschränkungen, grundsätzlich bei Admiral Markets. Deswegen haben wir auch als Unternehmensmotto Trading for Everyone. Alles ist möglich. Barrieren und Einschränkungen versuchen wir immer dem Wettbewerb zu überlassen. Es sollte fast alles bei uns möglich sein. Und jetzt kommen wir zum beliebtesten Thema überhaupt, wo wir auch in den letzten Wochen und Monaten viel Erklärungsbedarf haben. Wir sind da auch ein bisschen überlegen, wo wir das noch idealer darstellen können auf der Webseite. Wahrscheinlich werden wir auch dort in den nächsten Wochen mal ein Video zu machen, weil wir eigentlich, so glauben wir, und ich hoffe, das teilen Sie diese Meinung, die fairere Orderausführung haben im Vergleich zu den Wettbewerbern, was da so alles möglich ist. Recode, auch das ein beliebte Vokabel, der Trader-Szene heißt eigentlich nur neuer Kurs. Der Begriff Recode hat aber oft zu Recht einen schlechten Ruf im Trading. Warum? Weil Sie, wenn Sie einen Kurs sehen, beispielsweise, jetzt hier den Kurs bei 1,31866, jetzt die Order aufgeben möchten. Wenn sich bei Admiral Standard, unserem Kontomodell, der Kurs am Markt in einer halben Sekunde aber ändert und sei es nur um einen halben Punkt oder einen Pip, kann ja der Broker nicht wissen, ob Sie als Kunde A einen Punkt schlechter noch akzeptieren würden, Kunde B oder C aber nicht mehr. Die Regel ist, dass ein Punkt oder ein Pip so gut wie jeder Kunde noch akzeptiert, weil es einfach die normale Marktbewegung ist. Angenommen aber, und da haben wir heute das beste Beispiel, Sie wollen hier eine Short Order aufgeben und würden hier gerne den Kurs haben, aber die Kerze, fast schon eine Monsterkerze zu nennen, schießt relativ schnell durch und der nächste Kurs, der am Markt möglich ist in ein, zwei Sekunden, ist schon 5 oder 7 Pips schlechter. Wird es mit Sicherheit Kunden B oder C geben, die sagen, nee, ich will nur zu diesem Kurs, aber 5 oder 7 Punkte schlechter würde ich gar nicht mehr die Order aufgeben wollen. Viele Wettbewerber geben Ihnen als Kunden aber nicht die Möglichkeit zu sagen, was Sie maximal als Kursabweichung am Markt noch akzeptieren würden. Wenn Sie hier eine Short Order aufgeben würden, würden Sie die nächste Ausführung bekommen und selbst wenn sie 5 oder 7 Pips schlechter ist. Sie haben nicht die Wahl zu sagen, nein. Empfinden wir nicht als die faire Order-Ausführung. Bei uns ist es so, dass Sie eine maximale Abweichung vom Kurs festlegen, beispielsweise 2 oder 3 Pips. Und wenn Sie das machen in der Order-Maske, dann werden Sie niemals mehr Ärger mit V-Quotes haben. Weil in der Order-Maske, und ich müsste dann einfach mal umschalten zum Kontomodell, um Ihnen das zeigen zu können,
Na. Würden Sie nämlich, wenn Sie die Ordermaske komplett ausfüllen, immer die Möglichkeit haben zu sagen, was Sie als maximale Abweichung vom Preis noch akzeptieren, wenn sich halt der Marktkurs geändert hat. Wichtig in dem Zusammenhang, das gibt es nur beim Kontomodell Admiral Standard, bei Admiral Pro nichts. Werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also, wenn Sie zu diesem Kurs traden möchten und der Kurs bewegt sich nicht, geben Sie gerne auf Buy und Sie kriegen dazu die Ausführung. Wenn Sie hier das Häkchen nicht aktiviert haben, wenn sich der Kurs aber nur um ein Pip ändert, weiß ja der Broker nicht, würden Sie das noch akzeptieren wollen? Ein Punkt meistens, aber es können auch mal 3 oder 5 Punkte sein. Viele Wettbewerber geben immer nicht die Wahlmöglichkeit. Wenn Sie hier die komplette Maske ausfüllen und dann halt einen guten Wert Ihrer Wahl, 2, 3, eingeben, sollten Sie immer die bestmögliche Ausführung bekommen. Sie kriegen auch die beste Ausführung in diesem maximalen Bereich. Das heißt, wenn Sie eine 3 eingeben und der Marktpreis ändert sich nur um ein Pip, kriegen Sie natürlich die Ausführung mit einem Pip höher und nicht mit 3. Also immer faire und transparente Orderausführung. Wichtig zu wissen, MetaTrader 4, Fremdsoftware, haben wir nicht geschrieben, ist von einer fremden Softwarefirma, können Sie auch bei anderen Brokern nutzen, der unterscheidet zwischen Devisen und CFDs. Wenn Sie Devisen traden, bei Admiral Standard ist eine 3, 3 Pips. Bei CFDs, also den DAX, wären Sie bitte immer ein Punkt in 10er-Schritten anzugeben. Wenn Sie also 2 Punkte Abweichung im DAX 30 akzeptieren würden, geben Sie bitte eine 20 ein, was 2 Punkte sind, aber als 20 zu erfassen sind, bitte. Und wenn Sie das komplett ausfüllen, sind wir der Meinung, und da haben wir bis jetzt auch noch keine anderen Meinungen gehört von Kunden, sollte es die bessere und faire Orderausführung sein, weil viele Wettbewerber Ihnen gar nicht die Möglichkeit geben und in heißen Märkten haben Sie die Gefahr, 5 oder 10 oder was auch immer, Pip schlechter die Orderausführung zu bekommen. Switche gerade mal die Kontomodelle. Und wie Sie es jetzt auch gerade sehen, haben Sie die Möglichkeit, ganz nebenbei mal so viele Demokonten und Live-Konten einzumelden, wie Sie möchten. Alles, was der MT4 möglich macht. Hier haben Sie einfach mal 4 Konten von mir, wenn Sie es gerade mal probieren. In dem Zusammenhang die wichtige Vokabel Slippage. Auch das wiederum wörtlich übersetzt heißt einfach nur Schlüpfrigkeit, was auch nicht so die beste deutsche Übersetzung wahrscheinlich ist. Bedeutet einfach die Kursdifferenz, die sich aus der zeitlichen Verzögerung zwischen Orderaufgabe und Orderausführung ergibt. Ich bin immer für offene und faire Worte. Kein Broker, kein Unternehmen auf der Welt hat von 100 wichtigen Punkten, die es gibt, 100 mal die höchstmögliche Punktzahl. Eine kleine Schwäche, die wir hoffentlich 2012 noch verbessern können, gibt es momentan. Das ist die Orderausführungsgeschwindigkeit. Wenn Sie bei Admiral Pro eine Order aufgeben, werden Sie bei Devisentrades eine normale Orderausführungsgeschwindigkeit haben von 0,5 bis 1,5 Sekunden. Was nicht die Welt ist und für die allermeisten Kunden auch ausreicht. Es gibt aber einige Wettbewerber, die nicht den MetaTrader 4 nutzen, sondern eine eigene Software, die dann durch eine eigene Software von der Programmierung her ein Hauch schneller ist in der Ausführung. Die werden auch mal Orderausführung schaffen in 0,4 bis 0,8 Sekunden. MetaTrader 4 Broker sollten niemals schneller sein als wir. Also die 0,5 bis 1,5 Sekunden sollte Stand der Dinge sein für den MetaTrader momentan, weil einfach es eine Fremdsoftware ist. Wenn es aber wirklich um Zehntelsekunden in der Orderausführung gibt, haben manchmal da als einen wenigen Punkt die Wettbewerber, die eine eigene Software haben, die Nase vorn. 2012 soll endlich der MT5 kommen, der Nachfolger vom MT4, der laut Softwareanbieter nochmal 5 bis 10 Mal schneller ist. Ich hoffe, dass dem auch wirklich so ist bei der Orderausführung, aber bis dahin müssten Sie mit den 0,5 bis 1,5 Sekunden bitte leben, wenn Sie den MetaTrader 4 nutzen möchten. Der Wettbewerber, der dort einen kleinen Vorteil hat, immer ganz offen und ehrlich gesprochen, hat dafür den Nachteil, wenn Sie diese eigene Software nutzen, können Sie nichts als Open Source einfügen. Kein Indikator, kein EA, weil es einfach nur ja, mit dem MetaTrader 4 möglich ist, Fremdsoftware leider nicht. Also einfach mal die Abwägung, wenn Zehntelsekunden wichtig sind, gegebenenfalls da ein Pluspunkt beim Wettbewerber, ansonsten fast immer bei uns oder beim MetaTrader 4 Broker. Konditionen schauen wir uns auch gleich noch an, die denke ich mal sollten die besten sein. Da lade ich Sie aber einfach nur ein, selber zu vergleichen,
die Sie in Deutschland finden können. Also nochmal ganz wichtig, Admiral Markets führt die Order zum bestverfügbaren Kurs innerhalb dieser Spanne aus. Wenn Sie also sagen, maximale Abweichung von 4 würde ich akzeptieren, wenn der Marktkurs sich nur um 1 verändert, werden Sie auch diesen Kurs zu 1 nur bekommen und nicht bis zu 4. Wenn wir einen anderen Kurs hingeben würden, würde es ja wieder bedeuten, dass wir gegen Sie traden, was wir in Garantien nicht machen. Es gibt positive und negative Slippage. Positives Slippage bedeutet, dass also auch wenn der Kurs besser ist, also Sie wollen beispielsweise zu 1,31933 jetzt eine Long Order eingeben und dann ist die Order aber bei 1,31930, also ein bisschen besser, nennt sich positives Slippage. Auch da gibt es viele Wettbewerber, die Ihnen dann aber nicht den besseren Kurs einfach geben, bei uns schon. Und das sind einfach so kleine Tricks, die selbst ECN-Broker machen. Also positives Slippage ist noch lange nicht bei jedem ECN-Broker gegeben. Auch da einfach mal genau hinschauen und Obacht bei der Wahl des Brokers. EA, auch das ist eine wichtige Vokabel. Expert Advisor, die volle Form, nicht abgekürzt, aber EA ist, denke ich mal, so die gebräuchliche Abkürzung. Ist einfach ein Oberbegriff für Programme, die Sie in den MT4 einfügen können, oftmals für automatisiertes Trading. Also wenn Sie nicht selber die Orders aufgeben möchten, sondern ein Programm haben, das über bestimmte Parameter selbsttätig automatisch Ihre Orders aufgibt. Gibt aber auch einige EAs, die nicht automatisiert traden, sondern Ihnen einfach das Trading eleganter ermöglichen oder stark vereinfachen und erleichtern. Ich würde alle Teilnehmer, die nicht die letzten Webinare mitgemacht haben, herzlich einladen, unsere Videoaufzeichnung anzuschauen. Die sind beispielsweise auf unserer Webseite oder unter dem Menüpunkt Bildung online und Schulung und Hilfevideos oder einfach nur admiralmarkets.de/Schulungsvideos zu finden. Da sehen Sie die ganzen Themen und sehr, sehr beliebt, das war das beliebteste Webinar bisher, sind die Top 10 der beliebtesten, nützlichsten EAs. Da werden Sie diesen einen, den ich Ihnen heute nur kurz nochmal präsentiere, ausführlich vorgestellt bekommen. Das ist zum Beispiel der EA Stop-Loss-Take-Profit-Move-by-Maus. Also angenommen, wenn Sie eine Order aufgeben und einen Stop-Loss- und Take-Profit aufgeben, können Sie ja normalerweise die Order erst aufgeben und dann manuell schließen, hier einen Stop-Loss eingeben, was auch immer. Sie haben über diesen EA Stop-Loss-Take-Profit-Move-by-Maus die tolle Möglichkeit, dann hier die Linie, die Stop-Linie eingezeichnet zu haben und dann durch Anklicken der Linie einfach zu verschieben und dann ist die Order neu aktiv. Heute nur ganz wenig dazu in diesem Schulungsvideo ausführlich präsentiert. Und wenn Sie dann nochmal Unterstützung benötigen, wie gesagt, nutzen Sie Möglichkeiten, rufen Sie uns an, schicken Sie eine E-Mail, wir helfen sehr gerne. Stop Loss Take Profit Move by Maus nennt er sich, ist einer der beliebtesten EAs, weil er wirklich sehr einfach und gut funktioniert und sehr elegant das Trading erleichtern kann. Historischer Spread. Ich lade Sie herzlich ein, einfach mal den Broker, den Sie bisher nutzen, auszutesten, wie fair und nachvollziehbar Ihr Broker Kurse stellt. Auch das ist ein Indikator, den Sie frei im Internet bekommen können und einfügen können in MetaTrader 4. Bei anderen Softwareprodukten ist das in der Regel nicht möglich. Sie sehen darüber den sogenannten historischen Spread, also auch wenn es heiße Märkte war oder sonstiges, wie war der maximale Spread, hat Ihr Broker vielleicht den Spread ausgeweitet und wie nervös ist der Markt, ist also gleichzeitig natürlich auch ein Pulsmesser. Der Indikator nennt sich Spread in Session, den habe ich schon mal hier integriert und habe den mal seit kurz 16.30 Uhr laufen lassen und würde mal kurz erläutern, was es damit auf sich hat. Spread in Session nennt er sich, nicht von uns, unabhängig von Admiral Markets, mit jedem MT4 Broker zu nutzen. Er zeichnet Ihnen einfach den aktuellen Spread ein, momentan 0,7, immer variabel, eben hatten wir für eine Sekunde auch 0,3, jetzt 0,5. Im Durchschnitt werden Sie immer, wenn Sie den ganzen Tag betrachten, bei Admiral Markets 0,5 Pips im Euro-US-Dollar als Maßstab haben. Die gelbe Linie, die dieser Indikator einzeichnet, ist der durchschnittliche Spread. Und die maximale Spread, was es hier zum Beispiel gab, und da ist es kein Wunder bei diesen Kerzen, dass der Spread dann mal ein bisschen höher ist, weil die Banken halt den Spread ausweiten, da war der Spread auch mal bei 1,5. Wow, ganz, ganz hoch. Da kenne ich genug Broker, wo der Durchschnittsspread bei 2,2, 2,3 ist. Hier war schon das Maximum in den letzten 3 Stunden. Also da, denke ich mal, brauche ich gar nicht viel zu erläutern. Vergleichen Sie Ihre Broker mit den Spreads und den Möglichkeiten und schauen Sie mal hier. Und Sie können ja diesen Indikator mit jedem MT4-Broker gerne ausnutzen
wie Sie möchten. Wir können leider, weil es ein fremder Indikator ist, diesen und auch den Stop-Loss-Take-Profit EA nicht einfach auf unserer Webseite präsentieren, weil er nicht von uns kommt. Im Zweifel kann ich Sie nur bitten, über Google den Namen einzugeben und MT4 oder was Vergleichbares, dann werden Sie den finden. Wenn Sie den nicht finden, kann ich gerne 1:1 per E-Mail-Anforderung Ihnen den zusenden. E-Mail-Adresse dafür ist info@admiralmarkets.de, dann schicke ich es Ihnen zu. Leider, weil er nicht von uns kommt, wie gesagt, nicht auf die Website einfach so zu packen. Sie müssen ihn also dann selber runterladen im Internet. Über Google sollte es aber zu finden sein. Prima Sache, finde ich fast schöner als die Orderbuchtiefe, um einfach mal zu sehen, wie nervös der Markt denn heute so ist. Und Sie können testen, ob der Broker wirklich auch fair und transparent die Spreads stellt und nicht mal riesig ausweitet. Einige Dinge sind natürlich exklusiv nur bei uns zu finden. Meines Wissens gibt es keinen anderen MetaTrader 4 Broker, der Ihnen direkt im MetaTrader 4 die Orderbuchtiefe anbieten kann. Orderbuchtiefe bedeutet einfach, dass Sie die nächsten 10 Geld- und Briefkurse sehen, was die Banken momentan preisen. Oder auf Neudeutsch eine geläufige Vokabel dafür, Level 2 oder Level 2. Sie sehen über Level 2 die nächsten 10 Geld- und Briefkurse. Da haben wir auch ein nettes Video, das würde ich Sie auch einladen, einfach mal 4 Minuten in Ruhe anzuschauen. Finden Sie natürlich über die Webseite oder hier, wenn Sie den Link sich merken. Admiral Market Desk genannt. Und mit diesem Market Desk Tool oder One-Click Trading Script auch genannt, schauen wir uns gleich an, haben Sie die Möglichkeit, auch mit einem Klick eine Order aufzugeben. Relevant ist das Ganze für Sekundentrades, das heißt, Sie sehen ja, was gerade in dem Augenblick am Markt los ist, ob mehr Leute, mehr Banken auf der Geld, mehr auf der Briefseite sind und wie das Volumen aussieht. Das heißt, wenn Sie in 3 Sekunden die Order wieder zumachen möchten, guter Indikator, wo es wohl in den nächsten Sekunden hingeht. Wenn Sie Ihre Trades immer länger als 20, 30 Sekunden offen haben, brauchen Sie das in aller Regel nicht, dann spielt es keine Rolle. Aber für Sekundentrades eine prima Sache. Ist direkt, wenn Sie den MetaTrader 4 von unserer Webseite runterladen, als sogenanntes Skript mit dabei. Sie haben ja hier in dem Fenster Navigator einige Dinge, die Sie einstellen können. Einer der Unterordner nennt sich Skripte. Und dort wollen Sie alphabetisch sortiert das One-Click-Trading-Skript finden. Anklicken und reinziehen in den Chart, also Drag and Drop. Und Sie werden direkt hier den aktuellen Spread auch nochmal sehen, 0,6, den Sell, den Buy-Kurs, also Geld und Brief, und können hier das Volumen, was Sie traden möchten, angeben. Wow, momentan ist nicht ganz so viel mehr los und beim Euro-US-Dollar ist es auch nicht ganz so relevant, das zu sehen. Wenn Sie aber andere Währungspaare, zum Beispiel US-Dollar, Schweizer Franken oder andere, die nicht ganz so liquide sind wie Euro-US-Dollar, ist es auch nochmal mit einer größeren Aussagekraft verbunden. Euro-US-Dollar ist das mit Abstand am liquidesten, das liquideste Wertpapier, das Sie weltweit traden können. Da werden Sie immer große Volumina und gute Kurse sehen auf beiden Seiten. Auch da also die Aussagekraft ein bisschen geringer als bei Nebenwerten. Wenn Sie aber Nebenwerte traden, wir haben ja über 32 Währungspaare, die Sie traden können. Je illiquider es ist, desto größer ist die Aussagekraft dahinter. Ja, und wenn Sie wollen, geben Sie hier das Volumen ein, zum Beispiel 0,3 und dann würden Sie mit einem Klick auf Buy oder einem Klick auf Sell direkt die Order zum aktuellen Kurs aufgeben können. Also One-Click-Trading ist zusätzlich mit Level-2-Kursen über diesem Skript dabei. Ausführlicher als jetzt hier aufgrund der begrenzten Zeit, wie gesagt, in dem 4-Minuten-Video, was Sie über die Webseite oder auf YouTube gerne finden, hinterlegt. So, bevor wir zum Wettbewerbsvergleich kommen, das ist fast schon so die Schlussrunde, schauen wir mal die Fragen, die wir jetzt gerne noch beantworten können. Hat sich einiges angesammelt, wollen wir die mal nach und nach abarbeiten. Wie definiert sich der Schlusskurs und der Öffnungskurs eines Währungspaares? Devisen werden ja grundsätzlich rund um die Uhr getradet, außer am Wochenende. Das heißt, wenn Sie Sonntagabend loslegen, 22, 23 Uhr geht es circa los, wobei die allermeisten Normaltrader würde ich nicht empfehlen, schon am Sonntag loszulegen, weil auch da die Banken sich erstmal orientieren müssen, wo wohl so die Kurse sind. Da wird noch die Liquidität nicht ganz so groß sein und auch die Schwankung ein bisschen größer. Aber Sie können halt theoretisch von Sonntagabend bis durchgehend nachts bis Freitagabend traden, ohne Pause. Und ja, deswegen ist Schlusskurs, Eröffnungskurs nicht ganz so relevant in der Sache. Wenn ich die Frage noch nicht richtig verstanden habe, einfach da nochmal ein bisschen ausführlicher bitte die Frage mir stellen.
Sind die Kurse, die Spreads und die Ausführungsqualität bei Mikro- und Mini-Lots genau gleich wie bei Standard-Lots? Ja, das ist der Fall. Einziger Unterschied ist halt bei Admiral Markets, ob Sie das Kontomodell Admiral Standard nehmen. Da haben Sie einen fast fixen Spread, fast immer nur ein Pip. Oder ob Sie Admiral Pro nehmen. Aber egal, ob Sie bei Admiral Pro 0,2 Lots oder 2,6 oder 5 Lots traden, je nachdem, was Ihr Konto hergibt, die Ausführungsqualität ist immer identisch. Warum lohnt sich das Pro-Konto bei mehreren Trades täglich, zum Beispiel beim Euro-US-Dollar? Weil Sie einfach die besseren Spreads haben. Im Durchschnitt halt die 0,5 Tips, haben wir uns eben schon angeschaut. Und der Daytrader hat ja einige besondere Wünsche und Vorlieben. Die Orderbuchtiefe sehen Sie beispielsweise bei uns nur, wenn Sie Admiral Pro-Kunde sind. Admiral Standard sehen hier keine die Kurse, kein Level 2. Wenn Sie Admiral Pro haben, können Sie Stop-Loss und Take-Profit mit einem Pip Abstand setzen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Bei Admiral Standard gibt es eine Mini-Einschränkung, beispielsweise sind es 2 Punkte im DAX und 5 Pips im Euro-US-Dollar. Ist leider eine minimale Einschränkung, die Sie haben müssen, wobei in der Praxis niemand auch kleinere Abstände wählt. Also ich kenne eigentlich keinen, der DAX 30 einen kleineren Stop-Loss als 2 haben möchte, das ist einfach nicht sinnig, aber es gibt halt diese Einschränkung, Sie können also den DAX 30 mit einem Pip-Abstand als Stop-Loss setzen. Einfach, weil wir die Liquidität stellen, immer fair und transparent, also auch im DAX zum Beispiel, vergleichen Sie bei Godmode-Trader, da sehen Sie ja immer auch von 8 bis 22 Uhr DAX-Indikationen. Sie können sich darauf verlassen, dass die Kurse immer fair und transparent sind. Und wenn Sie da nochmal mehr sprechen möchten, ist wahrscheinlich 1:1 sinnvoller, garantiert immer faire, transparente und nachvollziehbare Order-Ausführung bei uns. Macht das auch Software statt Mitarbeiter? Die Frage, muss ich gestehen, verstehe ich so nicht. Die gerne nochmal ausführlicher erläutern. Kann ich auch den DAX-Index über MetaTrader 4 handeln? Ja, allerdings nicht mit dem Kontomodell Admiral Pro, sondern mit dem Admiral Standard. Admiral Standard, unser Kontomodell für die Klassiker und die Einsteiger. Gehen wir nochmal zurück unter unsere Kontomodelle und Geschäftsbedingungen. DAX und Dow Jones zum Beispiel mit einem Punkt Spread, den DAX von 9 bis 22 Uhr immer nur ein Punkt und Dow Jones von 15:30 bis 22 Uhr nur ein Punkt. Kenne keinen Wettbewerber, der zu diesen langen Zeiten Ihnen diese tollen Spreads liefert, aber auch da in wenigen Augenblicken, wenn wir den Wettbewerbsvergleich machen, vielleicht ein bisschen mehr dazu. Also mit Admiral Standard gerne zu testen und zu traden, mit Admiral Pro, da sind Devisen und Gold und Silber momentan zu handeln. Deswegen, weil Sie dort keine CFDs haben, gibt es genug pro Kunden, wahrscheinlich sind es so 60%, die einfach ein zweites Unterkonto haben. Ist ja ab 10 Euro schon möglich. Und dann wird es halt so aussehen, wie halt hier auch in meinem MetaTrader 4. Sie würden halt hier ein Pro-Konto haben für die ganzen Devisen-Day-Trades und dann vielleicht ein zweites Live-Konto, wo Sie dann die DAX 30-Trades machen beispielsweise. Steht M für Million oder Milliarde? Eine sehr gute Frage. Das ist dann auch, hätte ich vielleicht auch als Vokabel aufführen können. K steht für Kilo und würde 1000 bedeuten und M steht für Millionen, also momentan 3 Millionen. Was die Abkürzung für Milliarde ist, muss ich gestehen, weiß ich gerade nicht. Müsste ich mal nachforschen, wobei eine Milliarde als Geld- und Briefkurs habe ich auch noch nie gesehen. Also K würde für Kilo stehen, werden Sie bei Euro als Dollar als liquidestes Wertpapier der Welt wahrscheinlich so gut wie nie sehen. Bei anderen Währungspaaren, die nicht ganz so liquide sind, wird auch mal ab und zu ein K stehen für Kilo, also 1000. M steht für Millionen. Machen DD, also Dealing Desk Weakwoods, auch Software statt Mitarbeiter? Gibt beides. Es gibt, wenn Sie ein Dealing Desk haben, Weakwoods auch eine Maschine, die das macht. Aber in aller Regel macht es schon ein Mitarbeiter, ein Dealing Desk Mitarbeiter bei so einem Broker. Was jetzt besser ist, ob das ein Mitarbeiter macht oder ein Dealing Desk Maschine, die gegen Sie tradet, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, beides wird es geben. Da ich nicht bei einem Dealing Desk mit Broker arbeite, kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Rufen Sie mal bei Broker ABC an, ich will jetzt keine Namen nennen, könnte ich aber, und die können vielleicht da mal, wenn Sie ganz offen gefragt werden, vielleicht mehr dazu sagen. Gibt es bei Ihnen eine Einlagensicherung? Ja, die gibt es. Sie sind Kunde für Kunde zu 100% gesichert über Einlagensicherungsfonds bis 20.000 Euro. Das ist die Grenze bei uns. Einlagensicherung ist immer ein wichtiges Thema, wenn man befürchten muss, dass der Broker pleite geht. Kann in den letzten 6-7 Jahren seit Lehman Brothers natürlich immer ein wichtiges Thema sein, aber hoffentlich bei einem Broker wie Admiral Markets, der jetzt im Januar
sein 11-jähriges Bestehen feiert. Also wir sind seit über 10 Jahren weltweit auf dem Markt. Bloß in Deutschland noch relativ jung. Wir sind in Deutschland im Juli 2011, also knapp ein halbes Jahr aktiv. Und müssen deswegen natürlich auch noch bekannter werden in Deutschland, weltweit aber in 27 Ländern aktiv. Somit einer der großen Player weltweit. Bloß in Deutschland sind wir relativ spät an den Markt gegangen, jetzt vor knapp halbem Jahr. Haben aber schon sehr, sehr zufriedene Kunden und sehr, sehr gute Kunden gewonnen. Aufgrund der Konditionen, aufgrund der Möglichkeiten und hoffentlich auch aufgrund des Services. Also sind schon sehr, sehr zufrieden in den knapp 5 Monaten, wo wir Werbung machen und freuen sich schon mal auf 2012. Da wird noch vieles dazukommen. Was wir bisher noch nicht haben, sind zum Beispiel Eurostoxx und Bund CFDs, die 2012 kommen werden und viele weitere Sachen mehr. Also 2012 wird bei uns noch spannend. Können sich jetzt schon mal drauf freuen als kurze Vorschau. Ja, Wettbewerbsvergleich kann ich Sie nur einladen. Wir glauben natürlich, aber das ist vielleicht schon nicht ganz so objektiv, weil wir natürlich hier auch arbeiten, aber kann ich Sie nur einladen, selber zu vergleichen und vielleicht einige Quellen zu nennen, wo Sie selber unabhängig und transparent vergleichen können. Wir glauben zumindest, dass wir die fairsten und besten Konditionen und Kommissionen haben. Und es gibt einfach so 2 große Portale, es wird wahrscheinlich noch 5 weitere geben, aber die großen Unabhängigen, die wir uns so kennen, sind Gotmo Trader und brokertest.de. Und ich werde beide mal zusammen mit Ihnen anschauen und da kann ich Ihnen einfach mal zeigen, wie Sie selber Broker A mit Broker B mit Broker C vergleichen können. Und fangen wir einfach mal mit Gotmo Trader an. Wenn Sie die Seite selber aufrufen möchten, Gotmo Trader, Devisen- und Brokervergleich, ist alles sehr, sehr transparent. Und dann können Sie mal, na, habe ich zu schnell geklickt, dann einfach mal den Broker Ihrer Wahl, also alle, die in Deutschland so aktiv sind, sollten eigentlich aufgeführt sein. Wenn Sie einen Broker vergleichen möchten, der hier nicht aufgeführt ist, wird da eine ganz kleine Nummer in Deutschland sein. Wahrscheinlich gar keinen deutschsprachigen Kundenservice, also im Zweifel nur einen Broker nehmen, wo Sie auch mal, wenn es sein muss, auf Deutsch jemand erreichen können, der in Deutschland oder Europa erreichbar ist und nicht irgendwie so ein Offshore-Broker. Offshore-Broker gibt es viele, die vielleicht auch mal so mit 500 Euro oder 1000 Euro Bonus locken, was tolle Sache ist. Oder vielleicht noch nicht mal eine Unterschrift brauchen für eine Kontoeröffnung. Alles nicht wirklich seriös. Wenn das sowas passiert, können Sie vielleicht relativ schnell ein Konto aufmachen, aber dann fangen die Probleme an, wenn Sie die Auszahlung haben möchten, dann will er nämlich plötzlich Unterschriften, dann kommen die nicht an, dann einiges mehr. Also wenn Sie sich für einen Broker entscheiden, suchen Sie sich bitte einen aus, der in Deutschland aktiv ist, hier vielleicht vertreten ist und auch in Deutsch erreichbar ist. Ja, wollen wir mal Admiral Markets vergleichen. Als ersten Broker ist ja ganz klar. Und dann schreiben Sie hinein, welchen Broker Sie vergleichen möchten. Wenn ich jetzt keine Rückmeldung habe in den nächsten 10 Sekunden, suche ich mir welche aus. Da es ja heute um Daytrading geht, würden wir mal einige, die als Daytrader ein bisschen bekannter sind, anschauen. Das kann IG Markets sein. Und ja, wer ist denn noch so als Daytrader bekannt? Ja, nehmen wir mal FXCM noch dazu. Und WAF Self-Invest kommt jetzt gerade rein. Auch das können wir dann gerne mal mit anschauen. Also, Einlagensicherung, andere Sachen mehr, alles, was Sie hier so finden, können Sie hier natürlich in Ruhe vergleichen. Kein Portal, es muss natürlich immer vergleichbar sein. Jeder Broker hat noch einige Spezifikationen, die Sie nicht einfach so vergleichen können. Es kann nur eine erste neugierig sein, machen. Sein, neugierig werden, machen. Oder wie heißt der Satz? Ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Meine Schwäche ist, ich spreche zu viel. Also, Sie können nicht wirklich jeden Punkt vergleichen, weil der eine Broker fängt mit 10 Euro an, der andere mit 500 Euro. Das kann man noch vergleichen, aber es gibt viele, viele Spezifikationen, die man einfach mal über einige Tage mit einem Demokonto vergleichen muss. Aber als erster Schritt zum Vergleich sind diese Portale mit Sicherheit schon mal sehr, sehr gut. Was mir am meisten auffällt, ist, wenn Sie ein Daytrading-Konto nutzen wollen, also ein ECN-Konto, haben die allermeisten eine relativ große Mindestsumme, die sie benötigen. Bei uns sind es 5.000 Euro und alle Broker, die ich mir angeschaut habe, wollen mindestens 20.000 oder 40.000 haben, was, denke ich mal, schon eine höhere Barriere ist als 5.000. Des Weiteren die Half-Turn- und Round-Turn-Kommission unterscheiden sich und natürlich auch, ob sie mit 3 Banken oder 10 Banken oder 12 Banken verbunden sind. Alles hier hoffentlich mehr oder weniger, je nachdem, bei welchem Portal sie sind, aufgeführt. Sind sie in Deutschland erreichbar? Welche Verrechnungskonten gibt es, etc., etc. Hier einfach mal vergleichen mit den Möglichkeiten. Zweite Portal, wo ich Sie einladen möchte. Ich möchte jetzt wirklich keinen Broker-Wettbewerber schlecht machen. Das wäre nicht so ein guter Stil, denke ich mal. Aber ich kann Ihnen zeigen, wo Sie selber vergleichen können. Zweiter Vergleichsportal wäre brokertest.de.
Und dann nehmen wir mal jetzt hier 4xp war eben noch mitgewünscht. Das ist, glaube ich, hier oben. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen vergleichen können. Auch das ist ein MetaTrader-Broker, hat über 50 Währungspaare, kann, wenn Sie wirklich auch mal exotische Währung traden möchten, da ein kleiner Vorteil sein, weil wir haben über 30 Währungspaare, sind momentan, glaube ich, 32. Garantierter Stop-Loss, relativ netter Marketing-Gag, kann man nur anbieten, wenn man selber die Kurse stellt und gegen den Kunden tradet. Bei garantierten Stop-Loss kann es ja nur geben, wenn ich selber die Kurse stelle. Wenn ich den Marktkurs wirklich gebe, kann es das nicht geben. Also Marketing-Gag-mäßig relativ nett, aber kostet in der Regel immer Geld. Bei den Brokern, die ich besser kenne, und 4XP habe ich mir nicht ganz so genau angeschaut, weil die nicht ganz so groß sind in Deutschland, in der Regel nur telefonisch möglich und wenn man es wirklich braucht, übers Wochenende meistens nicht verfügbar. Ja, zum Spread sehe ich jetzt nichts. Konto geht ab 1.000 los, bei uns ab 10 und ICN-Konto ab 5.000, was schon relativ klein ist. Da sind wir auf einer Größe, die allermeisten großen Wettbewerber ab 20 oder 40.000 möglich. Aber hier die Spreads, denke ich mal, kein Vergleich zu den Spreads von Admiral Markets. Aber da, wie gesagt, vergleichen Sie in Ruhe selber. Eine weitere Frage, vielen Dank dafür. Wer macht eigentlich die Kurse für den DAX CFD und wie? Sind die DAX CFD Kurse dieselben wie bei anderen Brokern? Die allermeisten CFD Anbieter preisen die DAX CFDs auf den Future. Machen wir auch. Allerdings können Sie bei uns ja rund um die Uhr traden und der DAX Future ist geöffnet, wenn die Eurex geöffnet ist, von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr. Da Sie bei uns auch rund um die Uhr traden, würden wir halt in der Zeit von 22 Uhr bis 8 Uhr morgens eigene Indikation machen. In der Zeit von 22 Uhr bis 8 Uhr, also zum Beispiel nachts um 2 Uhr morgens, können Sie bei uns auch den DAX traden, dann wird das Spread aber höher sein, dann kann er auch mal 4 oder 6 Punkte sein. Nicht ganz so attraktiv zu traden, aber besser die Möglichkeit zu haben, wenn es vielleicht nachts heiße Nachrichten gibt, als gar nicht die Möglichkeit zu haben und ich muss bis 8 Uhr morgens warten, bis ich beim anderen Broker die Order aufgeben kann. Bei uns rund um die Uhr zu traden. Ich kann Sie nur einladen, weil ich da leider aus Wettbewerbsgründen nichts zu sagen darf, woher wir die Kurse kriegen. Aber Sie können gerne mal probieren. Vielleicht haben Sie ja zwei Monitore, dann kann man es relativ nett vergleichen. Sie haben auf GotmoTrader, aber auch bei vielen, vielen anderen hier immer Echtzeitkursindikation. Das heißt, wenn Sie mal Lang und Schwarz und Deutsche Bank das vergleichen möchten, wie das Kurs da ist, am besten auf den zweiten Monitor ziehen und dann mit unserem DAX CFD vergleichen. Sie werden so gut wie nie einen Unterschied sehen, wenn höchstens mal einen Punkt, weil halt der DAX Future oder sonstiges einen Unterschied hat, aber immer fair und transparent nachvollziehbar. Ich würde sogar fast so weit gehen, immer identisch. Mehr darf ich aus Wettbewerbsgründen leider nicht sagen. Verlassen Sie sich drauf, fair, transparent, wir traden nicht gegen Sie und wir orientieren uns am DAX Future. Bieten Sie als Service TradingCentral.com, muss gestehen, diesen Service kenne ich nicht, weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Wenn das ein EA ist, ein Expert Advisor, können Sie den bei uns gerne nutzen, weil alle EAs sind bei uns erlaubt. Wenn Sie dort Trading-Signale bekommen, nutzen Sie die als Webseite. Ich kenne den Service nicht, muss ich jetzt passen, weil ich kenne nicht alle Services, die irgendwo auf der Welt es gibt. Wettbewerbsvergleich, vergleichen Sie gerne Demokonto, Live-Konto, beide Kontomodelle, Admiral Standard und Admiral Pro können Sie testen, wenn Sie möchten. Kostenfreies Demokonto natürlich über admiralmarkets.de. Und wenn Sie da auf Demokonto gehen, kostenloses Demokonto, können Sie direkt sagen, welches Kontomodell Sie testen möchten, Admiral Standard oder Admiral Pro oder gerne hintereinander beides als Konto Demo anfordern und probieren. Ja, 19:54 Uhr, wir haben unsere gesetzte Zeit schon fast überschritten. Alles kann natürlich, wie gesagt, noch viel ausführlicher erläutert werden, aber dafür bitte dann 1:1, E-Mail, Telefon, Skype, was auch immer. Wenn Sie uns kontaktieren möchten über admiralmarkets.de, werden Sie natürlich alle Kontaktmöglichkeiten finden. Hier aber auch nochmal gesammelt. Skype-Name zum Beispiel admiralmarkets.de, kann man sich hoffentlich merken. Kostenfrei, wann immer Sie möchten. Und Sie können auch mal einen Bildschirmtausch machen, ist ganz nett über Skype. E-Mail natürlich, info@admiralmarkets.de. Auf YouTube werden wir unseren Bereich immer stärker ausbauen, weil YouTube jetzt endlich auch längere Videos als 20 Minuten zulässt. Ja, die nächsten Messen, wo wir vertreten sind, ist der Börsentag Dresden. Der ist irgendwann Ende Januar 2012. Und natürlich die Invest, die ist
jetzt im Jahr 2012, Ende April. Die Facebook-Fanseite kann ich Ihnen noch ans Herz legen. Immer wenn es mal Neuigkeiten gibt, interessante Tipps und Tricks, sind Sie dann immer als Erster auf dem Laufenden rund um Admiral Markets. Wenn Sie aktiv sind bei Facebook, freue ich mich, wenn Sie auch dorthin kommen. Wenn die Technik mitspielt, werden wir in ein, zwei Tagen auch da dann das Video von heute als Aufzeichnung hinterlegen, dass Sie, wenn Sie Freunde, Bekannten das weiterempfehlen möchten, das Video ergeben können oder alles, was man zweimal hört. Wenn Sie in 3 Wochen das Video nochmal anschauen möchten, nachts am Sonntag um 3 Uhr, wann auch immer, immer als Videoaufzeichnung gerne möglich. Ist alles keine Besonderheit. Viele Wettbewerber machen Webinare, okay, aber ohne Aufzeichnung. Wenn man ein Video haben möchte, muss man sich registrieren. Demo läuft nur 14 Tage oder 30 Tage. Also es gibt unendlich viele Einschränkungen und Barrieren, die Sie sich nur vorstellen können. Wir haben, und das haben wir deswegen auf die Webseite gepackt, Trading for Everyone, hoffentlich alle denkbaren Barrieren hinter uns gelassen. Und wenn es noch Barrieren gibt, geben Sie konstruktives Feedback und wir hoffen mal, dass wir es dann vielleicht in zukünftigen Zeiten ablösen können und auch diese Barriere abbauen können. So, das Webinar wird automatisch beendet. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Interesse. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, wir haben ein letztes, viertes Spezialwebinar jetzt im Jahr 2012 über unsere Facebook-Seite, über Gotmo Trader im Kalender, über Brokertest, aber natürlich, wie gesagt, über die Webseite, können Sie auch für das vierte Special nächsten Montag 19 Uhr anmelden. Da wird es ein Spezial geben, Daytradern über die Schulter geschaut plus Live-Trading in Kooperation mit der Webseite Daytrading Live. Die können Sie auch gerne so mal besuchen, wenn Sie möchten. Und da werden Sie einen erfahrenen, langjährigen Daytrader über die Schulter schauen können, Tipps und Tricks abschauen können, ihm Fragen stellen können. Nächsten Montag 19 Uhr freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, über den Link hier bitte registrieren. Vielen Dank. Ich freue mich über jedes Feedback. Meine Schwäche ist das schnelle Sprechen. Ich hoffe, es war noch alles verständlich. Ich versuche mich schon immer zu drosseln, aber ja, jeder hat so ein paar Schwächen. Meine ist das schnelle Sprechen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Webinar wird automatisch beendet. Sie müssen nichts weiter tun. Hoffentlich in ein, zwei Tagen die Videoaufzeichnung und ich hoffe, nächsten Montag Sie vielleicht wieder zu hören. Falls nicht, jetzt schon mal eine schöne Weihnachtszeit und gutes Trading allzeit. Jens Schanowski aus Berlin. Schönen Abend für Sie.